Neben den Fotos finde ich einen Artikel mit dem Titel Die Frau, die freitags nie kann. Sie ist nicht da. Freitags ist sie nie da. Dabei ist der Kühlschrank voll. Strom und Telefon sind angeschlossen. Es gibt Bücher, viele Fernsehkanäle und Fotos von Besuchern. Sie ist nicht da. Freitags ist sie nie da. Dabei ist sie zu einem Geburtstag eingeladen, hat sich einen Dokumentarfilm in der Fernsehzeitschrift angestrichen, einen Konzerttermin notiert. Neben dem Bett liegen ungelesene Bücher, deren Leihfrist am Montag abläuft. Und ihre Mutter hat eine Nachricht hinterlassen, dass sie zum Kaffee vorbeikommen möchte. Es ist alles da, nur sie nicht. Spuren eines Lebens. Leicht angestaubt. Wie Relikte aus einer anderen Zeit. Archäologische Fundstücke, deren Bedeutung noch entschlüsselt werden muss. Es ist vorläufig festzustellen, dass sie keinen Hunger leiden musste. Dass mehr als die Grundversorgung gewährleistet ist. Kurz, dass sie angemessen versorgt ist mit allem, was ein gutes Leben ausmacht. Aber sie ist nicht da. Der einzige Hinweis in der gesamten Wohnung, der eine mögliche Erklärung dafür liefern könnte, wieso sie freitags die Wohnung verlässt, alles stehen und liegen lässt, als ob ein Vulkan ausbrechen würde, eine Flutwelle nahte, ein Feuer, ist ein kurzer Eintrag in ihrem Kalender. Dort steht Hans.